Sie sind jung, knackig und heiss auf einen Mr. Schweiz-Titel. Aber haben Sie wirklich das Zeug dazu? Sie online testen Kandidaten Nummer 1 bis 4 auf Spontanität, Wissen, Sexiness und ob sie in der Lage sind, ein Interview in einer der vier Landessprachen zu geben, die nicht ihre Muttersprache ist. Je représente la Suisse parce que je travaille beaucoup, je suis tolérant, je pense que c'est les idées des Suisses. Je suis le parfait Mr. Suisse parce que je suis un entertainer. Es wäre sicher eine schöne Erfahrung sein und es ist ein Wettbewerb für mich. Und ich bin auch froh, viele neue Leute zu kennenlernen. Und ja, alles ist super hier. Nicht alle haben das mit der Landessprache ganz richtig verstanden. I would like to be Mr. Swiss, because I would like to give the people some of my positive energy. Dafür beweist der Pascal Scheidel Spontanität bei der Frage, welche Schlagzeilen werden wir in deinem Ministerjahr sicher nie über dich lesen? Mr. Schweiz hat sich in die Luft gesprengt. Ebenfalls nie lesen werden wir. Bezahlte für Sex. Todbesoffen im Klo aufgefunden. Drogierte in einer Disco. Sie werden nicht für schlechte Schlagzeilen sorgen, dafür aber für sexy Auftritte, wenn sie auf ihrer Promotionstour durch die angesagtesten Schweizer Clubs über die Tanzfläche wirken. Einfach die Outfits stimmen noch nicht, aber das kommt auch gut. Im Trainingscamp üben die potenziellen Schönheitskönige schon mal Krawatten binden. Die nächsten vier Mr. Schweiz-Kandidaten im SC Online-Kreuzverhör gibt es morgen.